dem Gemüsehobel. Kartoffel wird aufgespießt. Einstellung 2. Hobel ich die Zucchini und die Kartoffeln in dünne Scheiben. Die Scheiben sind nun gleichmäßig dünn und nun fülle ich sie in die vorbereitete stilvolle Ofenhexe. Ich hatte jetzt noch 150 ml Brühe angegossen und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ich lasse es jetzt noch einmal aufkochen und gieße es dann über die Gemüsescheiben und bestreue das Ganze dann mit etwas Semmelbrösel. Und verteile ich die Bechamelsoße auf dem Gemüse und auf den Eiern. Nun noch ein paar Semmelbrösel darauf verteilen. Und dann ab in den vorgeheizten 220 Grad Ofen für etwa 45 bis 60 Minuten. Das Ganze backt nun bei Ober-Unterhitze etwa 50 Minuten bei 200 oder 220 Grad. Frisch aus dem Ofen unser Eier-Gemüseauflauf.